Wir sehen uns nächsten Sommer. We see you next summer. Diese magischen Worte lassen viele Fans auf der Welt auf eine dritte Staffel von Gravity Falls hoffen. Und was ich darüber denke und weshalb dies wohl keine gute Idee ist, werde ich in diesem Video behandeln. Viel Spaß! Die erste Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist, wie soll es denn in der Story weitergehen? Würde die dritte Staffel wirklich im nächsten Sommer spielen? Oder schon früher, zum Beispiel in den Winterferien? Oder würden Dipper und Mabel als junge Erwachsene wieder in Gravity Falls zu sehen sein? Je nachdem, wo man die Story zeitlich ansetzt, hat man andere Möglichkeiten, die Geschichte zu erzählen. Die wohl interessanteste Zeitlinie ist aber wohl die, in welcher die Charaktere älter sind. Ein erfahrener Dipper, eine erwachsene Mabel, ein lockerer Ford und ein Stan mit neuen Zielen und Intentionen. Gut, jetzt wo wir uns auf eine Zeitlinie geeinigt haben, stehen wir vor dem Problem, einen guten Plot auf die Beine zu stellen. Ich stelle mir es so vor, dass Ford und Stan von Dipper auf jeden Fall Hilfe brauchen, da eine neue große Gefahr ausgehend von irgendwelchen Anomalien auf sie zukommen wird. Dipper wird sich natürlich schnellstmöglich auf den Weg dann machen, um nicht nur Gravity Falls, sondern die komplette Welt zu retten. Nun kommen wir aber zum ersten Problem. Was ist mit Mabel? Immerhin war sie ein großer Bestandteil der Serie in den ersten zwei Staffeln. Und eigentlich will auch keiner Mabel dabei haben. Aber sind wir mal ehrlich. Wenn eine dritte Staffel kommt, wird sie dabei sein. Also, was machen wir mit ihr? Jetzt hier gerade. Kommt alle in das Königreich der Schnäppchen des Matratzenprinzen. Nimm mich mit dir mit. Mabel wird nämlich, nervig wie sie ist, wahrscheinlich sich irgendwie ins Geschehen mit einbringen. Vielleicht schleicht sie sich einfach in das Auto von Dipper und sorgt dann in Gravity Falls für eine dolle große Überraschung. Was können die anderen drei machen, außer ihr zu sagen, dass sie lieber nach Hause fahren soll und nach ihren Ablehnen, was sie halt machen wird, sie einfach mitzuschleppen. Das Problem mit Mabel ist nämlich einfach, dass es so kommt, wie es schon in der Serie prophezeit wurde. Die beiden Zwillinge haben sich auseinandergelebt und sehen sich halt nur noch gelegentlich. Dies bedeutet, Mabel wird keine große Hilfe sein. Und ja, das will ja auch keiner, oder? Oder? Wollt ihr das? Nein? Gut. Und ich hatte es auch schon mal kurz angesprochen. Eine neue, große Bedrohung stellt unseren Helden vor ihre größte Herausforderung. Das könnte voll der Spruch von einem Cover sein, von einer Blu-ray oder so hinten drauf. Seine größte Herausforderung. Aber egal. Doch, was wird diese Herausforderung sein? Bill Cipher? Ich hoffe nicht. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Ich liebe den guten Bill. Aber zeigt uns dann lieber was Frisches und keine recycelten Charaktere, bitte. Und ja, das heißt auch kein Gideon als Antagonist. Vielleicht ein Cameo für den guten Alten, aber keine größere Rolle. Pacifica könnte aber wiederkommen, aber natürlich auch nicht als Antagonistin. Ich denke da eher an Geschichten in Richtung Dipsifica. Finde ich interessanter, als ihn wirklich mit Randy vielleicht zusammenzubringen. Wäre eine coole Sache, finde ich. Was sagt ihr? Würdet ihr es cool finden, Dipsifica in Gravity Falls Staffel 3? Schreibt es mir in die Kommentare. Ja, das mag ja sein, dass Dipsifica eine coole Sache wäre. Aber wolltest du nicht eine Idee für den absolut mega krassesten Widersacher hier droppen? Ja, das wollte ich, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Bill war für die Serie einfach der perfekte Antagonist. Und es macht einfach keinen Sinn, jemand anderen als ihn in diese Rolle zu setzen. Denn vom Charakter her war Bill im perfekten Grad zwischen verrückt sein mit gewalttätigen Zügen und kinderfreundlich genug für Disney, welche halt die Rechte an Gravity Falls hauptsächlich haben. You don't fucking talk to me like that, you little piece of shit. Und jetzt einen überdimensionierten und mit etwas Pech zugleich eindimensionalen Schurken einzufügen, wäre keine gute Idee. Denn vergesst nichts, Qualität geht vor Quantität. Und das ist das, was viele Firmen und Autoren einfach vergessen. Es geht nicht darum, das große Geld zu scheffeln. Und das ist das, was auch viele Fans vergessen, bevor es zu spät ist. Und es einfach nur schlecht wird.
Serien sind dafür da, eine tolle Geschichte zu erzählen, mit einem guten Anfang und einem inspirierenden Ende und nichts, um als eine Gelddruckleiche zu enden. Ja, ich sehe dich, Jan. Walking Dead oder auch Twin of Man und was es da nicht leider alles gab. Und ja, das wäre halt meine größte Angst, wenn es eine dritte Staffel Gravity Falls geben würde. Sie wird wahrscheinlich nicht gut sein. Denke ich mal, die Geschichte ist nämlich abgeschlossen und es war eine gute Geschichte, deswegen wollen ja alle eine dritte Staffel. Aber wenn sie dann draußen ist, dann machen wir den Star Wars 8 Move, nicht kennen. So nach dem Motto, das ist Legends, das zählt gar nicht zur Geschichte. Es wird dann zählen und das könnte nicht gut sein. Und genau deswegen denke ich, eine dritte Staffel Gravity Falls ist vielleicht keine gute Idee. Wir sollten einfach die zwei Staffeln so aufnehmen und so weiterlieben, wie sie sind. Nämlich perfekt.